Moin und herzlich willkommen zum Stream. Wir spielen heute wieder Hell Let Loose. Und zwar fangen wir erstmal alleine an. Sound resumed. Und Moin. Microphone activated. Moin, da ist er ja. Der junge Schräger. Wechselst du schon das Spiel? Ich bin gerade dabei, ja. Sehr gut. Was ist denn Hell Let Loose? Geh schon mal. Nee, geh ich nicht. Und warum sind die Spiele alle so voll? Ich würde mir hier auf einen Server gehen, der sich gerade füllt. 45. Da kommt es auf jeden Fall noch drauf. Ja. Wenn ich mich da jetzt irgendwo anstelle, dann ja, ist vielleicht nicht so günstig. Ja. So, Deutsche? Amerikaner? Ja, Deutschland. Dauert noch. Das Spiel lädt gerade noch. Versuchen wir hier irgendwo in so einen Squad reinzukommen. Der ist nicht ernsthaft Stinkschlitz, der Kommandant. offenbar doch. Yay, hau sie mich haben. Moin. Hinten kam feindlich Vorräte runter auf meinem meiner Position. Ja, fühlt sich auf jeden Fall der Server. 50 Leute sind es jetzt schon. Kommt da nicht noch jemand oder? Weiß ich nicht, ich hab geschrieben. Ich hab's auch. Die Gruppe hast du ja gesehen, sicherlich. Wir saßen hier auf meinem. Aber bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Dann versuchen wir in Hardcap zu kommen. Ja, nicht rüberlaufen. Versucht über den Bewegungsmarker reinzulaufen. Der ballert hier rum. Hab einen feindlichen Außenpost. Kommt mal her, ich brauche Hilfe. Hier ist gar nicht aus dem Posten. Braucht er da mal Hilfe? Was dauert bei dir eigentlich noch? Lädst du noch auf den Server drauf oder? Ich bin gerade beigetreten. Okay. Also ich bin im Haus-Squad, da sind auch noch zwei Plätze frei. Da ist einer tot. Bist du? Au. Echt jetzt? Hä? Ah, ich bin nicht bescheuert. Ich hab aus Versehen auf Amerika geschickt. Scheiße, seine Füße, die gucken durch die Wand. Ja, okay, dann. Er ist noch da weggelaufen, wo der Marker ist. Müssen wir eine Viertelstunde warten. Dann ist es halt so. Ja. Ist ja nicht so dramatisch. Ja, ja.
das. Ich habe gerade eben irgendwie ganz beschissen an einem vorbeigeschossen. Die sind auch noch dort. Ich mich ehrlich gesagt ein bisschen frage, wie ich da vorbeischießen konnte. Auf die Entfernung. Mal, ob ich den noch mal finde. Ich wollte nur immer ein bisschen weiter nach vorne. Okay, also hier liegt er nicht mehr. Ja, oh, ist ein Tiger, der fährt, sehr gut. Nicht so, ich bin schon am Hardcap vorbeigelaufen. Der ist hier. Wow. Oh. Ich dachte, der lebt noch, der blaue Typ da. Gucken, ob der Medic mich aufhebt. Infanterie-Marker gesetzt. An der Mauer war einer. Da habe ich auch einen gerade erschossen. Hier sind die gespawnt. Moin. Okay, haben wir ab in Hardcap. In die Kirche. Mahlzeit. Los geht. Wir spielen gerade ein bisschen. Hier geht los. Wie ist das Aggressionsmeter? Noch relativ gering. Okay. Alles gut. Bis jetzt. Auch hier vor. Komme ich gleich mal eine Runde rum? Ich gehe nochmal aufs Block. Mhm. Spaß. Der Wahnsinn. Außenposten ist voll. Bitte.
Egal. Ist erschossen worden. Ja. Wie seid ihr denn jetzt? Aber nicht von mir. So, mal da rein in die Kirche. Räuchert den Amerikaner aus. Welchen jetzt genau? Quatsch. Ah, sorry. Warum liegt da die Handgranate vor der Tür? Hat er nicht gerade gesagt, die Granaten durch die Tür reinwerfen? Cool, dass ich den jetzt nicht aufheben konnte. Bist du etwa Medic? Ja, das war die einzige Runde, die dabei war. Was schießt du denn hier so? In 3 Minuten ist ja eh vorbei, dann kann ich auch auf die andere Seite. Ja. Kannst du auf die dunkle Seite wechseln? Ja. Du bist drin. Ich bin drin. Ich gehe direkt in den Turm hoch. Ich komme mit. Bleib ich unten? Ja, positioniert euch. Da kommt der. Das ist ja abartig laut. Wunderbar. Ich habe bloß so laut gemacht, damit ich die Panzer immer höre. Weil die sonst zu leise sind, die Panzer? Naja, wenn das halt zu so leise Kirche, ist Achtung. Und dann noch im TS gut, hört man die Panzer halt kaum. Das ist halt das Problem. Okay. Beziehungsweise ich höre sie schon, aber ich höre nicht, aus welcher Richtung die kommen. War wieder einer von hier, ist einer reingeklettert. Da kommt noch. Oh. Okay, ist weg. Läuft was los. Ja, klar, mal. Lass mich kurz mal heilen. Jetzt unten in der Kirche unter der Treppe. So, auch dabei. Gerade wie die Sau, ich weiß kein, überhaupt nicht warum. Ich brauch's nur eine Grafikkarte. Mein E-Mail, der schießt mich. Da. Der andere Offizier. Läuft. Ja, du, ich hab ja kein OP mehr. Was fliegt mir durch die Gegend? Das ist jetzt sehr belastend. Ich laufe. Ihr könnt warten, bis ich einen Point setze. Oder laufe selber. Ich hab den Panzer zerstört. Florian, ich hoffe, du saßt da nicht drinne. Bei Leute, die nicht links und rechts gucken. GG. Nein, wir haben es tatsächlich nicht geschafft. Mit der Axt. Das war ein knappes Ding, würde ich sagen. Ja. Hast du mich jetzt etwa in der Kirche erschossen? Nein. Doch, ich war gerade in der Kirche und wollte einen aufheben. Ich habe gerade keinen erschossen in der Kirche. Ab jetzt, nachdem du es gesagt hast, habe ich einen erschossen, aber vorher nicht. Na, ja, immerhin haben wir gewonnen. So, willst du noch die Seite wechseln oder geht das schon nicht mehr? Ich weiß nicht, ob das geht. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Es hat ja auch keine Viertelstunde gedauert, jetzt ist die Runde. Ach so, ja. Aber jetzt ist der Server auch voll. Na.
Okay. Robert, bist du schon drauf? Oder ist er noch am Kacken? Negativ. Negativ, du bist noch nicht drauf oder du bist fertig mit Kacken? Er macht gerade beides. Ach so. Level 27 bist du, Florian. Hast schon länger nicht gespielt. Nee. Was ist denn los? Bist du die ganze Zeit am Arbeiten oder was? Ja, keine Zeit gehabt. Ich hatte jetzt 6 Tage am Stück 12-Stunden-Dienste. Hast du nicht sonst nur bloß 3 Tage? Ja, aber da momentan viele krank sind, musste ich mehrere Tage arbeiten. Und dann sind zwischendurch noch meine Kopfhörer kaputt gegangen und ja, da muss ich mir nochmal neu holen, ja. Ja, ich bin jetzt bei den Vereinigten Staaten. Robert, wo bist du? Auf welcher Seite? Ich bin auf Einspieler S-Wall in der Warteschlange. Ah, Florian, willst du wechseln? Soll ich wechseln? Ich habe noch einen Ladebildschirm. Du müsstest ja jetzt theoretisch bei den Deutschen rauskommen, oder? Theoretisch schon, wenn das Spiel... Ah, aber wir sind bei den Amerikanern, sind wir nur 41. Also wenn, dann müsstest du wechseln. Wenn es geht, wenn Deutschland mehr hat. Ja, Deutschland hat aktuell deutlich mehr. 7 Leute mehr. Ja, das heißt, ich kann nicht wechseln. Hä? Wieso? Du sollst jetzt zu den Amerikanern wechseln. Ach so, stimmt. Ich wollte gerade wieder unbedingt Deutschland spielen. Nachvollziehbar, aber... Ich mach mal einen neuen Infanterie-Squad auf. King? Ja, King. Kann ich ja endlich wieder meine altbewährte Panzerabwehr machen. Macht es. Lass uns mal in der Mitte spawnen, da steht nämlich das Auto noch. Servus. Hallo. Servus. Guten Abend. Lass mal die anderen noch mit rein. Wenn ich im Auto sitze, muss ich mir erstmal. Commander, hier ist easy. Kann ich bitte einen Panzer kriegen ans mittlere Hauptquartier? Ich wollte mir auch nur gerade einen Panzer machen, aber es ist doch cool, dass noch einen Panzer. Großartig. Steward könnte ich dir machen. Echt, ist voll? Nein. Okay. Schlecht. Unten wäre auch noch ein Ich setze vorne ein OP in den Spawn. Achso, du bist natürlich schon gespawnt. Ja. Ah, da kommt ein Auto von rechts, lauf ein Stückchen nach vorne. Gut. Danke. Wenn du nach Osten läufst, von Süden kommt ein Fahrzeug. Er hupt gerade. Vielleicht nimmt er euch noch mit. Kann ich eigentlich auch pfeifen? Nee. Also weiß ich nicht. Weiß ich kein H&G. Wenn er halt auch mal anhalten würde, ja? Deine Zehennägel. Moin. Moin. Ich wollte es zuerst nicht verraten. Ich setze gleich vorne in OP. Drauf weiterfahren, nicht aufhalten lassen. Ja, perfekt. Ja, genau, wann darf ich? Na, das ist die rote Schlange. Twingo, Knopf. Hat er euch jetzt mitgenommen? Florian? Ja. Oh, was spielst du denn jetzt, Pionier? Willst du etwa Nodes bauen? Nee, ich werde einfach nur gucken, dass ich den Link auch mal auf 3 oder so habe. Alter, er fährt los, wenn ich einsteigen will. Was ist denn das für ein Assi? Hey, Chef. Aber erstmal die Chef. Versorgungs-LKW, nördlichen gestellt dran. Ich stand neben dem Auto, wollte einsteigen und als er losgefahren ist, hat er mich nur irgendwie überfahren. Bist du tot? Ich bin tot, ja. So, das Truck steht. Naja, dann kannst du gleich am OP spawnen, wenn ich den setze. Ja, ich bin gleich wieder da.
Ach was. Danke für den OP. Muss machen. So. Haben hier unten schon Supplies liegen. Da könnte ja irgendjemand theoretisch eine Garni bauen. Ich glaube, da ist schon jemand dabei. An den Pathos Gottes Moon Knight. Wir lassen euch mal vorbei. Ich will, dass ich mich selber höre, wenn ich reinspreche. Ja, das ist gerade mega nervig, ich hoffe, weil meine Kopfhörer so schallgedämpft sind. Das wird schon klappen. Was ist schallgedämpft? Die Kopfhörer. Ich höre mich kaum, wenn ich rede. Achso. Kann jemand bei den Vorräten bei E6 noch gar nicht hochziehen? Und dann E6. Wo kann ich denn das nochmal einstellen? Und sobald wir das Ding eingenommen haben, kann ich auch eine Garni bauen. Das wäre wieder. Ach. Geht's ein. Nordosten, Feindkontakt bei Hügel 400. Baker, ich hab vor euch Vorräte abgeworfen. Könnt ihr da noch eine Garni bauen, bitte? Ja, kann ich versuchen. Item wird danach gleich in den Angriff gehen. Ja, ich wollte mir eigentlich nur kurz einen Panzer bauen. Ich werde jetzt als Kommandant. Ja, 200 Meter weg. Super. Schön. Mach den Panzer. Wollen wir erstmal hier oder gehen wir weiter im Angriff? Wir gehen erstmal in den Angriff. Wie viele Panzer Squad sind wir eigentlich? 4? Müssen wir nach Südosten. Ja, warten. Den. Was? Wo kommen wir denn hier raus? Wir haben den Aufklärungsfalter 12 Uhr von uns, kann ich gerade nicht pingen. Ist das leicht wiegel? Gar nicht steht. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht ein bisschen schnell muss. Das ist aber ein egal. Was ist das? Der keiner benutzen möchte? Was? Da die 100 Supplies, da keiner benutzen möchte, brauche ich jetzt einfach mal einen Note. Naja, es ging nicht. Ich wollte da eine Garni bauen, aber die nächste war zu nah dran. Ja, und ich war auf Schütze gewechselt. Also brauche ich doch keinen Note. Lass uns mal im Süden bei der Garni spawnen. Also wer tot ist. Wir haben Aufklärungspanzer, Transporttruck, Vorratstruck und bestimmt 20 Dings gerade getötet. Ja gut, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Hast du da alles getötet? Achso, das hört er nicht. Mann, wo war denn das? Ist ja eh noch kein Panzer auf der Map, oder? Also von uns sind einige Panzer unterwegs. Ich weiß nicht, wie es bei den Gegnern aussieht. Neuer OP steht. Natürlich wieder vergessen, den Squad aufzumachen. Ist die falsche Artillerie eigentlich aktiv? Ich merke nichts davon. Grüße. Moin. Moin. Aber der Squad fühlt sich offenbar auch so. Wieder kein Commander, ha? Eben noch mal rein. Dann hatten wir einen. Okay. Was ist dreckig? Was ist denn dreckig? Der bemangelswerte Mangel an Steroiden in meiner Beatmungsgeschichte. Was? Ich
Ich komme als Supporter rein, wenn du was brauchst, dann sag Bescheid. Oh wow. Ja. Einfach zum erschossen worden. Ja, geil. Hey, schießt der da oben aus dem blöden Zug raus? Fuck. Commander? Leider gerade keinen. Aufnahme. Die scheinen da irgendwie zwischen den Waggons ein OP stehen zu haben. Oder vielleicht ja, sogar eine Garn. Auch so. Hinten? Ja, irgendwie so mittendrin. So, scheinbar geht's immer noch nicht. Was geht denn nicht? Ping ist einer? Dass ich mich im. Meinen eigenen Kopfhörern höre. Down. Also. Das kannst du auch übers Windows einstellen, ne? Das musst du nicht unbedingt über den Treiber einstellen. Die Frage ist, wie mache ich das übers Windows? Ich hab's mal gefunden. An alle Squads, wir haben sehr viel Feinkontakt südlicher Abhang von Flügel 400. Du kannst, die Option heißt, glaube ich, mithören. Den Stuart mit Brightman. Musst du irgendwo einstellen? Oh, ich hab das. Wenn ich sehe, kann ich es dir sagen, aber ich habe es aktuell nicht. Kannst nicht aufmachen, Sonne. Okay. Was ist denn Scheiße? Sound. Auf meinem Ping ist der. Ist die Garni. Links von mir. Also hinter uns schon. Da ist einer. Außenposten habe ich hier. Aber wie gesagt, auf dem Ping ist noch eine Garni. Ich komme gleich wieder zu. Ach, egal, die Schlitze nehme ich jetzt erstmal, bevor ich hier gekickt werde. Hier gekickt. Warte mal, das ist. Du musst das bei deinem Mikro, glaube ich, einstellen. Okay. Zusätzliche Geräteeigenschaften und dann gibt es irgendwo Abhören, genau. Du gehst über die Soundoption, dann Geräteeigenschaften, rechts zusätzliche Geräteeigenschaften und dann gibt es da Abhören. Okay. Dann kannst du dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden und dann sagst du, Schneidwiedergabegerät oder wählst deinen Kopfhörer aus. Ah, okay. Achtung, auf 340. Ja, wenn du ein Logitech-Headset hast, dann kannst du es auch über einen Treiber einstellen. Na, habe ich nicht. Oh. Unser OP ist gerade verschwunden. Hm. Ist halt einfach noch eine Garni. Keine Ahnung, was er da abgebaut hat, aber... Ich hab das mal weggemacht. Sehr gut. Im Punkt, oder was? Hast du das mal weggemacht? Ja, ja. Ja, irgendwie so mittendrin stand eine. Ja, aber er hat doch gesagt, er hätte eine weggemacht. Deswegen. Weiß ich nicht. Hab ich jetzt gerade nicht zugehört. Also ich hatte vorhin nur ein OP weggemacht. Vielleicht hat er sich auch verguckt. Und dachte, er hätte eine Garni weggemacht und hat. Oder hat sich versprochen. Ist egal. Hauptsache, die Garni ist weg. Habt ihr da vorne so einen genebelt? Ich weiß nicht. Aber wir freuen uns auch nicht, insofern.
stehen übrigens noch Supplies, feindlich, oder? Die nehme ich auch mal mit weg. So, gerade mal zwei böse Feinde erschossen. Sehr gut. Wir sind irgendwie mehr Feinde als wir im Punkt, habe ich das Gefühl. Aber das liegt häufig auch einfach daran, dass die Leute von uns sich immer weigern, in den Hardcap zu laufen. Ich habe dieses Flaggenkonzept noch nicht ganz verstanden. Ja. Ist ja auch kompliziert. Dass man dazu eine Flagge hingehen muss, um die einzunehmen. Ja, irgendwie. Wo ist denn da oben der Feind? Kommen die den Hügel runter oder was? Teilweise ja. Ja, komme ich hier nicht rein. Wäre es möglich, dass wir mal so ein bisschen Bereichszuordnung machen, welches Squad für welchen Bereich in der Verteidigung zuständig ist? Das wirkt mir aktuell alles recht wirr. Irgendwo von da kommen wir, ne? Ich schätze, also, wir sind gerade die Südflanke von Hügel 400 am Decken. Weil da sind immer noch mehrere Feinde in den Wäldern. George hat gerade den Norden. Was passiert denn hier gerade? Abel wurde gerade aufgeschüttet von Hügel 400. Robert, guckst du gerade da oben? Weiter Richtung Osten. Robert. Wir haben Gegner Notes gefunden, die bauen wir gerade ab. Versuchen dann von hinten auf. Was schießt denn hier? Ist ein Panzer, oder? Wir schneiden aber von hier komplett. Wenn ein Panzer ist, Lux. Dann sag Bescheid. Ja, ein Lux, hat der Robert gerade gesagt. Ich hab's. Ja, ihr seid ganz da unten. Merkst du das daran? Unser OP ist übrigens auch weg. Schnell und. Das schießt. Ja, weiß ich nicht. Der hat dir gesagt, ich kenne immer von hier, hier ist halt niemand. Neue OP steht, könnte aber heiß sein. Jo, danke. Scheiße, hat der auf mich geschossen? Glaub mal nicht, ich wusste von wo. Kann ich im Wald zickzack laufen, aber... um dann irgendwie festzustellen, es war unser eigener, der quasi aktiv neben mich geschossen hat. Wir schießen von unten schon wieder. Auf 100. Naja. 100 ist für jeden ganz woanders. Da auf den Gleisen ballert's rum. Bravo, wir kommen gleich in eure Richtung, wenn irgendwas ist. Da sind auf jeden Fall einige. Ja, okay, ist schon wieder weg. Kacke. Ah, fuck. Ich bin auf dem Weg. Ich geh mal ein bisschen den Hügel hoch. Die sind nämlich unten auf den Gleisen, wie gesagt. Du hast ja gesagt, oben auf dem Hügel war jetzt keiner. Ja. Dann würde ich da mal einen neuen OP setzen. Gehen wir bitte Kommando machen. Weil oben drüber ist wieder heiß der OP gerade. Oh fuck, jetzt werde ich hier natürlich beschossen. Scheiße. Ich muss noch 30 Sekunden warten, bis ich einen OP setzen kann. Vielleicht kann ich mir noch eine bessere Position suchen. Also richtig besser wird es, glaube ich, nicht. Ist nur weiter weg dann. Steht. Ja, verstanden. Aua, 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 aua. Oh,
Also Doc, ich weiß ja nicht, da steht ein Panzer 4, der ist aber nicht besetzt. Auf meinem Marker, auf Backup-Marker. Jetzt hab ich's. Vorsicht, die schießen von unten hoch. Ich denke, wir haben ja die Backup gar nicht zerstört und fahren von da aus gleich weiter über die Rails, wo ihr gerade rüberkommt. Den hast du direkt erwischt. Solange er nicht bemannt ist, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so, als ob ich nicht gesagt hätte. Ich werde ja einfach mit Raketen beschossen, oder was? Ach komm! Darf man die Panzer, auch wenn sie nicht bemannt sind, trotzdem zerstören? Warum kaufst du dir eigentlich so ein Headset, wo du dann nichts hörst, wenn du doch das nicht magst? Ich habe kein Headset, sondern. Warum sollte man nicht? Extra Mikrofon. Okay, gut. Kann ja sein, dass irgendein Regelwerk existiert. Deswegen gibt es ja trotzdem Kopfhörer, die so eine Bauweise haben. Dass man das Problem nicht hat. Die sind da direkt mit der Wunderung. Die würde auch nicht unbedingt Sinn machen. Die sind genau östlich auf der Straße gerade. Man platt macht, wenn sie einer nicht gecheckt hat, was da noch los ist, aber den Arsch wegballern will. Ich gehe mal davon aus, dass es gecheckt wird. Ich versuche mal weiter wegzukommen wieder. Ah, shit, der ist jetzt weg. Wir waren schon auf anderen Servern, wo es irgendwie ganz konfus ist. Das war's für unseren OP. Okay. Also jetzt beim Spawn habe ich mal kurz in die Richtung geguckt, aber da habe ich jetzt nichts gefunden zum Thema leere Panzer stehen lassen. Ja, da steht nur, dass ihr keine Arti abkämpfen dürft. Ja gut, das haben wir jetzt nicht gemacht. Okay. So, jetzt höre ich euch vielleicht auch wieder. Die Squad-Leader haben sich gerade über irgendwelche Regeln unterhalten. Okay. Die Frage war gerade, ob es erlaubt ist, leere Panzer zu zerstören. Warum nicht? Wenn der rumsteht, dann wird er kaputt gemacht. Wo ist das Problem? Commander, hier ist easy. Können wir bitte den Panzer kriegen ans mittlere Hauptquartier? Okay. Danke. So, ich würde bleiben, aber weiter am Anruf, oder? Ich würde mal versuchen, wieder nach Süden rauszukommen, um neuen OP zu sitzen. Ja, ich bin hier schon auf E7, da komme ich mit runter, dann können wir den gar nicht stellen. Ich weiß nicht, was es heute ist, aber irgendwie ist es aber nicht gut. Irgendwo Richtung 190, 200, da muss ein MG stehen. Könnt ihr uns den Rücken ein bisschen frei halten, wir rücken vor. Können wir versuchen. Roger. Shit. Wir warten auf den Air, dann gehen wir durch. Sollen wir dich reparieren? Ja, da war wohl direkt ein Aufklärer oder so. Da ist ein Panzer hinten, der kommt hochgefahren. Richtung Westen. Ich nehme an, dass die Ressourcen auch gleich geholt werden. Wir gucken mal, wie weit wir hier gerade kommen. Wenn der Panzer zerstört wird, haben wir noch relativ viele Material. Ah, fuck. Auf meinem Ping ist feindliche Infanterie, ein ganzer Haufen. Nochmal, sorry. Was mit Vorräte, meinte er. Alter, jetzt kletter doch da hoch. Mann. Ich versuche mal weiter hinten zu spawnen und dann direkt südlich zu laufen. Und von da aus dann nach Osten. Deutsche Supplies kommen im Westen runter. Mit Bing.
Naja, ich finde, es gibt schlimmere. Ah, auf bitte nicht auf die Idee kommen. Wow. Also es markiert auch keiner einen Panzer. Ich mal kurz, wo Leute eventuell sind. Ja, wir haben auch feindliche Infanterie aus dem Westen. Eh fast nie. Ja, da war gerade wenn du es zu mir durchschaffst, dann ist ja alles ruhig. Also hier ist nichts bei mir. Ja, ich versuch's, aber da stand irgendwie ein Feindpanzer. Der Panzer, ne? Der kam jetzt hochgefahren, ja. Das gibt es doch nicht. Da liegt buchstäblich einer neben mir, der wird gar nicht beschossen, aber ich laufe dahin und bin sofort tot, oder was? Alter. Kann doch nicht sein, dass der Feind da einfach stumpf neben unserem Spawn liegt und niemand guckt mal dahin und bringt den um oder so. So, dann probieren wir das nochmal. Ich versuche mal den feindlichen Panzer auszumachen. Florian, du bist Panzerabwehr? Ja. Ich sitze. Hier lohnt sich eigentlich nur Pen. Ich bin gerade hier beim nördlich vom Kirchweg gespawnt. Da war irgendwo ein Panzer in der Nähe, südlich davon. Vielleicht kannst du da mal mitkommen. Mal gucken. Ich bin gerade gestorben, ich spawn das mal da beim Kirchweg. Ja, ich höre ihn fahren. Wenn jemand einen Pionier dabei hat und Nodes bauen kann, wäre das sehr schön. Irgendwo fehlt dir doch was. Ja, es dauert noch 40 Sekunden, bis ich da bin. Den Tiger können wir uns leider gerade nicht kümmern, das macht bestimmt der große Mann. Diesen Lux? Ich fährt einfach bei mir ein Lux rum. Feindlicher Lux auf gegen Nager. Flügel verstärken, bitte. Dann kannst du deine Reise abbrechen. Einfach Richtung Hügel wieder aus Posten setzen. Mach den Lux mal weg. So. Was, Richtung Hügel? Oh shit. Ich bin gespawnt, ich bin auf dem Weg zum Lux. Ja, wir sind ja der einzige Squad, der hier am Angreifen ist, oder? Sind doch alle anderen Squads in der Verteidigung, oder sehe ich das falsch? Ich denke, es lässt sich überhaupt nicht sagen, wer hier was wo ist und was macht. Ja, da oben sind doch irgendwie... Ja, der kann da ja viel erzählen, aber es ist halt einfach egal. Nee, meine ich ja nicht, dass irgendjemand was erzählt, aber es sind übelst viele Leute von uns im Hardcap da oben. Aber die kriegen das nicht gehalten, oder was? Nee, offensichtlich ja nicht. Florian, hast du den Lux gefunden? Einmal habe ich ihn getroffen bis jetzt. Du musst von hinten drauf schießen, seitlich macht wohl wenig Schaden. Und... wenn seitlich, dann nicht gegen die Kette. Hat ihr irgendeine neue Garni im Grundsatz? Wir sind unterwegs im Flieger. Ping auf Ping. So, das war's mit dem Panzer. Sehr gut. Hast du da oben eine schöne Position für eine Garni gefunden? Ja, ich guck ganz halt hier, wo es los ist. Ich könnte einfach Supplies abwerfen. Also hier ist nichts los bei mir hinten. Ich hab keinen Feindkontakt. Dann komm mal wieder ein Stückchen nach Norden. Mann, die sind so unfähig. Ja. Das ist hier wieder so IQ-Level unter 50 oder so. Hinten bitte verteidigen. Der sieht, dass da ja überhaupt Feinde rumlaufen. Die Schüsse kommen alle von Richtung Südosten. Von Drehen weg. Die laufen einfach um, die gucken also, noch mal. Die aimen nicht, die schießen nicht. Als wäre da keine. Ist halt die Frage, ob das jetzt Sinn macht, hier eine Garni zu setzen. Wenn der Punkt gleich weg ist. Könnt ihr hier noch halten? Ja, wahrscheinlich kriegen wir nicht mehr gehalten. Hm. Wir versuchen ein bisschen zu pushen. Kann jemand verstärken, bitte? Kein Commander.
Ich glaube, das macht keinen Sinn, hier eine Garni zu bauen. Die ist sowieso gleich weg. Wenn wir den Punkt verloren haben. Du kannst mal da unten deine Supplies droppen. Die sollten ja nicht verschwinden. Ich werf sie trotzdem ab, ja. Was ist denn das für ein nutzloses Stück Scheiße? Neuer Außenposten steht. Oh, ich raff diese Leute nicht. Supplies liegen schon mal. Ich versuch ständig immer irgendwo hinzukommen und dann geht halt einfach nicht, weil die Leute links und rechts von dir gar nichts sehen. Die machen die Augen zu und dann drücken sie auf die W-Taste. Ich finde das auch regelmäßig interessant. Auf Bäckermark. Ich bin schon 15 Mal gestorben. Wie die Leute. Flyern da oben sind Panzer übrigens im Punkt. Ja, ich habe keine Munition. So ungefähr. Feind gar nicht auf E6 und AMP7 abgefahren. Oh, jetzt darf ich hier wieder nicht auf den Stein drauflaufen, weil es ist zu schwierig, mein Bein zu heben. Ich könnte mit meinem verletzten Knie da drauf klettern, aber der super geile Ami-Soldat hier, der kann das nicht. Okay, hab mich wieder umgelassen, damit ich Munition kriege. Sehr gut. Ah, bei der Geschichte bleiben wir. Ich würde hier nochmal in 30 Sekunden neuen Außenposten setzen, bevor wir da reingehen. Oder bevor ich da reingehe. Einfach, dass wir ein bisschen näher dran sind, dass wir da nicht vom Arsch der Welt auslaufen müssen. Oder meinst du, ich lasse den unten? Okay, die Sherman Crew. Ja, okay, der Tiger ist weg. Die Crew ist rausgesprungen. Sein auf Pin. Wir kommen gleich raus. Kannst du da einsetzen? Ich habe eh noch ein paar Sekunden, bis ich wieder spawnen kann. Wir haben Wanderweg mit einer Straße verwechselt. Wir haben nochmal einen neuen Außenposten gesetzt. Gucken wir doch mal, ob wir den Hügel wieder einnehmen können, nachdem unser komplettes restliches Team das Ding verloren hat. Lass uns mal ein bisschen um den Punkt rundherum laufen und gucken, ob hier irgendwo feindliche OPs stehen. Und dann kommen wir mal von Osten rein. Sind noch irgendwo feindliche Panzer unterwegs? Ich weiß gar nicht, steht extrem beschissen. Oben auf dem Bunker im Punkt steht einer drauf. Zu spät gesehen, da war ich schon am Nachladen. Aber das von Osten scheint ganz gut zu funktionieren, da ist keiner von den Gegnern. Ach komm, Alter. Oder da war eben zumindest keiner. Okay. Also ich konnte mir ist ein Geschoss irgendwo, ich weiß gar nicht warum, hier ist gar keiner von uns. Man schießt die ganze Zeit. Okay, war ein Panzer.
Kriegen wir einen schweren Panzer mit aus? Fuck. Oh, wir haben keine Ressourcen. Wir nehmen den mittleren. Ah, ich hab den Squad immer noch nicht aufgemacht. Kann ich jetzt mal machen. Jojo. Hi. Was machen Sachen? Ja, Hill macht. Nicht wie er will. Die nächsten Ressourcen würde ich gerne für einen schweren. Oder wie er soll. Du kennst. Weil wir da nicht mit einem normalen Sherman nicht gegen einen Tiger kommen. Außenposten ist heiß. Hm, ich weiß. So Angriff, ja. Nochmal verlegen. Jo. Ich werde aber schon wieder beschossen. Könnt beim unteren HQ ein Supplier kriegen. Schon wieder um aufzukommen. Auf meinem Ping ist ein Feind. Könnt ihr das mal checken? Ist der Feind hier gar nicht so? Auf meinem Ping? Ja, genau hier, wo ich stehe. Dann mach die mal weg. Hast du weggemacht? Okay, sehr gut. Vielleicht waren deswegen noch Feinde. Commander? Die da einfach gespawnt sind. Achtung, vor dir ist noch einer. Glaube ich, wenn er nicht down ist. Ja, irgendwas hat gerade auf mich geschossen. Ja, das müsste genau vor dir sein. Ich guck mal. Ja, da. Ja, ja, ja. Hab ihn, aber der hat noch eine Granate geworfen. Oder hast du die Granaten geworfen, Florian? Ich werf gerade Granaten rein. Wie viele? Auf meinem Ping mindestens noch einer. Die werfen mit Granaten vor sich zurück. Die kommen von rechts rum, die kommen von hier. Da ist noch eine, Achtung. In der Ecke. Ecke Bunker. Danke. Hab ihn. Bin down. Warte, ich bin mit Medic. Nee, nee, Headshot, Headshot. Hab ich ein bisschen geärgert. Okay. Nach dem Pilz haben sie mich entdeckt. Granate, Florian. Vorsicht, Granate. Ja. Scheiße, von hinten. Zum Laufen. Ich sehe halt überhaupt nichts. Ich sehe halt überhaupt nichts. Aber wenn wir die auf der Seite ablenken, dann kommen vielleicht unsere Kameraden von der anderen Seite rein. Das Problem ist, dass wir da gegen die Sonne gucken müssen. Brauchst du eine Sonnenbrille? Die sollen wir nicht den anderen Punkt jetzt noch verlieren. Kommt man da rein, Robert? Oder wird man da erschossen? Irgendwo auf Ping in der Nähe. Ja, genau bei mir. Habt ihr auf Ping einen? Ich glaube, der Kommandeur ein bisschen schüchtern ist. Wie ist denn die Lage auf? Ich weiß nicht. Jojo. Ja, wir haben ja einen Medic. Commander redet nicht mit an jeden. Ah, ich verstanden. Ja. Kurz auf den Rauch warten. Aber das mit den Teamkills ja ganz gut klappt. Bis steil vorher, danke nochmal. Das ist zu spät jetzt, ne? Das ist niemand bei uns in der Def. Einfach niemand. Ach man. Warte, die anderen müssen. Ja, ich hab's halt einfach übernommen, weil sonst keiner machen wollte. Wir brauchen ja jemanden.
Ja gut, so. Danke. Oh komm, ich soll auch nicht kaufen, kaufen. Spät, zu spät. Was macht eigentlich der Kommandant? Na. Nichts. Eierschaukeln. Tick zu langsam. Nee. Das ist halt der einzige Grund, warum wir jetzt hier drin stehen, ist, weil die hier weggegangen sind, um da aber immer Salz zu nehmen. Ach komm. Der ist links unten im Graben. Ja. Na, zurück. Shit, ja, ich bin auch dran. Und sie nehmen uns auch den letzten Punkt weg. Naja, dann gehen wir auch mal mit in die Verteidigung. Also das. Ja, das war's schon. Ja, auch so einfach, wenn auch mal irgendwer außer uns daran wurde, wenn es jetzt so dumm ist. Ja, und wo die gar nicht stehen, ne? Backup gar nichts. Alter, Hauptsache jetzt, wenn wir die Zettel erreichen, wenn nicht das einzige Gott ist, was da überall hinbrennt. Wenn irgendwas anderes gesehen hätte, lass mal da hingehen. Das Ding ist, ich habe festgestellt, ich spiele noch nicht lange, aber ich habe festgestellt, die meisten sind hirnlos und wollen einfach nur drauf. Und wenn man einfach in der Verteidigung bleibt, hat man meistens auch genug Action. Und ja, es ist einfach notwendig. Du kriegst ja auch meine Punkte, wenn du im Cap bleibst. So. Ja, aber meistens die meisten nicht. Dass der Cap überrannt wird, deswegen sind wir ja meistens Gegner. Ja, aber wir waren ja vorhin der einzige Squad, der im Angriff war. Alle anderen haben verteidigt und wir haben den Punkt trotzdem verloren. Ich weiß es nicht, ich bin erst gerade gejoint. Ja, ja. Aber jetzt gerade wurde nicht mehr verteidigt, das war scheiße gerade. Ist alle vorne rein. Ja, die Leute spawnen, die Augen zu und dann drücken sie auf die W-Taste. Ja, und linke Maustaste. Aber unregelmäßig. Auf die linke Maustaste. Wir müssen uns nur sagen, richtet er sich nach hinten aus wieder? Soll ich mal hier eine Garni stellen? Also beziehungsweise Supplies legen? Ja, kannst du machen. Lass noch ein Stück laufen, oder? Der ist nach Süden ausgerichtet. Na, nicht, dass die um zum Laufen dann, weißt du? Dann haben sie die Garni. Aber jetzt ist, glaube ich, immer ein bisschen alles oder nichts, oder? Naja, wir haben ja noch 50 Minuten. Ich weiß gut, dass ich gerade wieder auf Feder getüttelt, da sind ja noch andere dabei. Also ich sehe gerade, es hat voll Milch. Nehmt ihr dann auch gleich wieder Kirchweg ein? Dann würden wir gucken, dass wir hier oben bleiben und Hügel 400 auch gleich mitnehmen. Ja. Lass uns hier mal die Garni bauen. Dort. Vielleicht verarzt mich einer. Ja, Moment. Ja, damit ich habe jetzt zwei Leute, 30 Meter von mir entfernt sind. Ich habe mal Rauch geworfen. Ja. Da bist du ja. Schmeiß mal deine Supplies hin. Jo. So, jetzt haben wir erstmal wieder eine Garni. Ist vielleicht nicht perfekt positioniert. Aber besser als nix. Dann nehmen Sie die Karte und schauen, wie viele Leute von uns noch bei Hügel 400 rumlaufen. Dann weißt du, warum das nicht läuft. Ja, die warten da, um den gleich wieder einzunehmen, wenn wir hier eingenommen haben. War gerade so die Aussage. Ja, ja, Call of Duty. Vielen Dank fürs Aufheben. Lass uns mal reinrennen, wenn der Bombengang durch ist. Und wenn wir jetzt hier nicht in Hardcap kommen, dann in der Tür, also im Tor. Rechts ist tot. Links war aber noch einer. Fuck. Ja, natürlich sind da im Haus. Hat unser Partner von hinten was reinbekommen? Naja, wir haben es versucht. So, ich
belobige den Rektor. Ich belobige den Grakul. Vielleicht war auch so ein bisschen das Problem, dass wir irgendwie 4 Panzersquads hatten und uns einfach die Infanterie gefehlt hat. Nö. Meinst du, die Leute waren einfach unfähig? Ja. Yay, ich bin bei Panzerabwehr Stufe 4. GZ. So, wie viel habe ich denn getötet? 9. Habe ich auch jemanden getötet? 15 sogar. Davon waren wahrscheinlich 3 vom Panzer. Stirbt der Server jetzt aus hier? Oder ist das wieder dieses Map-Wechselzeug? Ich habe immer noch 92 Spieler. Okay, dann zeigt er nur mir das so komisch an. Jetzt sind es 62. Mhm. Wow. Bin ich aber nicht so ein Riesenfan von dieser Map. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal gespielt habe. Aber wir sind immerhin Deutsche. Mach wieder ein Infanterie-Squad auf. Den nehmen wir mit rein. Wo ist denn das Auto? Den nehmen wir auch wieder mit rein. Ach ja, also Ende dieses Jahres werde ich mir auf jeden Fall einen neuen PC kaufen. Jo. Ladezeiten satt, ey. Jetzt noch kein 15% Kredit bei Alternet? Nee, ich will mir komplett PC gleich kaufen. Weil es dann also teurer selber wird? Ich hab mal in der Mitte den LKW eingenommen. Ja, du kriegst ja quasi dasselbe, nur billiger, wenn du selber baust. Ja, aber ich brauche ja, keine Ahnung. Also, ich hab's lieber, wenn das alles schon zusammengebaut ist und mir das komplett gleich geliefert wird. Dann können die das auch gleich übertakten und dann passt das. Du kannst die Komponenten auch übertaktet schon kaufen. Also, ja, ich hab's lieber, wenn das halt alles von Profis eingestellt wird. Wenn dir das nochmal 500 Euro extra wert ist? Das ist es mir wert. Bayern, lauf mal einen Schritt zu. Das ist der letzte hier. Können wir hier durch diese Dinger durchfahren? Ja. Natürlich können wir durch die Masten durchfahren. Ja. Aber Hecken, das geht absolut nicht. Ich bin aus Stahl. Das ist ja auch Stahl. Gut, aber hier gibt es glaube ich gar keine Hecken. War das nicht schon weg? Also ich hätte es gesagt, die rote Wand war schon weg, oder? Ja,
Und jetzt hacken Gas. Mhm. Einfach bis rein. Ja. Ich drehe das Gaspedal schon durch. Bis aufs Bodenblech. Den Schalten muss ich ja nicht nehmen. Das macht er von alleine. Das ist automatisch. Naja. Ja, nicht, dass wir die ganze Zeit im ersten Gang fahren. Das wäre schon ein bisschen peinlich. Ich hoffe, dass die Gegner keinen Panzer da irgendwo haben. Aber wir probieren es einfach mal hier straight reinzufahren. Ach, die Map ist das mit diesen verkackten Zügen. Ja. Das ist besser. So, da sind wir ein bisschen Hardcap gefahren. Oder fast. Posten setzen und dann immer geht ihn. Mhm, schon passiert. Morning! Kann mir bitte in den Außenposten. Ist ja wieder der einzige Squad, der hier im Hardcap ist. Alter, kletter doch da drüber. Schon Gegner. Ach, wie da wollte einer eine Granate werfen. Geht's noch? Auf Ping, da hinterm Zug. Blonk. Na, sag Bescheid, wo ich die Supplies werfen soll. Ja, komm zu mir hier drüben in den Graben. Ja, ich komm mit. Jo. Oh, zwischen den beiden Zügen jetzt meine Höhe. Wir bleiben erstmal noch hier in der Verteidigung, bis unser Team nachrückt. Wieso kann ich denn da unten drunter nicht durchkriechen? Was ist denn das? Hab ihn. Von Süden kommen welche. Alter! Ey, ich hasse. Dieses Drübersteigen ist so verbuggt, ey. Jetzt kurz was gucken. Der Jens hat nämlich vorhin geschrieben, dass er auch noch dazukommen möchte. Nicht, dass der hier die ganze Zeit im TS umhängt und nicht reinkommt. Kommt schon mal vor. Da vorne fällt auf Ping. Was denn eigentlich mit unserem restlichen Team? Wir sind die einzigen, die im Punkt sind. Robert, von nördlich von dir. Ich bin erschossen.
Sag mal, sind wir. Gut, wir sind 30 Spieler, da muss ich doch mal irgendjemand noch einfinden hier in der Verteidigung. Es kann nicht sein, dass wir wieder der einzige Squad sind, der irgendwas macht. Da sind wir aber. Könnte vielleicht noch ein Squad mit in die Verteidigung gehen? Wir verlieren den Punkt in der Mitte. Alter! Oh, wir haben schon vorne? Oh Gott. Ja, die sind schon ziemlich close an der Garni. Alter, er will wieder nicht rüberklettern. Zur Not am Außenposten spawnen. Der Rest des Teams hat das Spiel noch nicht verstanden, oder? Ich glaube, ich hau auch gleich rein. Gehe ich aber früher ins Bett, um den Scheiß anzutun. Jetzt haben wir den Mist ja noch verloren. Shit. Das heißt, wir haben hier eine Garni, haben wir da hinten noch. Ja, shit, das war's für unseren Weg. Ja, wie schnell kann denn der zielen? Naja, das sind einfach unsere langsamen Reflexe, weil wir schon so alt sind. Bei den 16-, 17-Jährigen, die haben noch ganz andere Reflexe. Ja, ich hau rein, Jungs. Wir sehen uns, ne? Ja, ja, sehen uns. Ciao. Du meinst aber eher 12-Jährige. Gut, weiß ich nicht, ob 12-Jährige das hier spielen. Ja doch, die spielen doch auch Call of Duty. Ja, aber... Es gibt ja schon wesentlich Unterschiede zwischen dem hier und Call of Duty. Würde ich auch sagen. Feindlicher Erde ist runtergekommen, hinter Warnlager. Hinter Warnlager ist feindlicher Erde. Hallo. Hallo. Echt jetzt? Da kommt einfach einer an und tötet mich. Von unserem Team. Geht's noch? Kriegen wir den mittleren Panzer am oberen HQ, bitte? Ich weiß nicht, was es schwer ist, an diesem Spiel zu programmieren, dass man gescheit über irgendwas drüber springen kann beim ersten Mal. Steht. Danke. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, die Entwickler würden dich gerne mal probieren. Ja, ich bräuchte bitte zweimal Notes noch. Feststellen, was daran so schwierig ist. Die Frage von vielen Entwicklern sollte ich mir das nicht kommen. Ich muss sich die Entwickler dann schon fragen. Nebel bitte auf F7 eine Garni ziehen. Vor allem kann man hier noch nicht mal in Zügen durchkriechen. Okay. Er macht übrigens Standard. Defense. Also, ja, nee, ich meine jetzt zwischen diesen Undock-Stationen von den Zügen kann man nicht zwischendurch durchkriegen. Da ist der Charakter zu dick. Hörst du deine Antwort? Darfst halt mal nicht mit dem LKW in Hardcap fahren, sondern musst immer ein Stückchen laufen. Aufklärung kommt. Dann passt das nächste Mal vielleicht auch zwischen den Zügen durch. Ach, jetzt kommt der Björn. Verstanden. Oder zumindest ins Team so reingekommen. Ich habe mal wieder einen neuen OP gesetzt. Direkt neben euch auch. Aber unser LKW steht hier immer noch, ne? Mit dem wir hier ursprünglich reingefahren sind. Bombing Line. Quasi nutzlos. Und übers Warenlager. Lok aufpassen, bitte. Vorsicht, gucken auf die Karte, da kommt gleich ein Bombing Run hier. Gerne, easy bitte. Bitte noch auf C5 oder 6 noch eine Garni hochziehen. Bombing Run ist halt ein bisschen für die Katz, die Feinde sind im Süden von uns, oder? Und der schießt das Ding nach Osten. Irgendwas scheint er getroffen zu haben.
Das sind keine zwei Striche mehr. Supply-Sort gar nicht hochziehen da. Kein Vorräte. Alles klar, verstanden. Danke, Ebel. In den Graben. So, irgendwo kommen Vorräte. Wo kommen denn Vorräte? Haben wir hier noch jemanden, der Vorräte legen kann? Nee, gell? Denkmarke auf George. Und wo hier links ballert das immer noch rum? Was ist denn das? Stell ich mal da drauf, Junge. Gesprochen, der sich geweigert hat, hier hinzugehen. Wohin soll? Eine Dauerfeuer auf den Waggon und irgendwann trifft er mich halt irgendwie komischerweise. Vorsicht mal, zu hinter dem Waggon, wo du liegst. George, kriegst du die gar nicht hoch bei dir? Ja, stell dich auf, gar nichts ab. Danke. Okay. Wir brauchen Hä? Bin ich gerade erschossen, die Kauz? Bin zumindest getroffen. Können wir einen mittleren Panzer oben haben? Der ist tot. Okay. Abnördlicher HQ? Das ist der MG-Schütze, oder? Ja. Vorsicht, Robert. Links von dir im Graben. Da hinten auf Ping irgendwo. Da sind zwei, habe ich da gesehen. Achso, müsstest du ja noch wegfahren irgendwo. Hier da hinten, Richtung Norden, ja. Da sind gerade irgendwelche Leute rumgesprungen hier. Kann sein, dass der mittlerweile schon Richtung Nordwesten ist. Ja, sauber. Jetzt im Osten. Ja, dann nehmen wir den, solange passt. Da ist ziemlich viel Infanterie über der Flanke ein. Feindlicher Panzer auf George Mark zerstört. Der hat eine Granate geworfen, oder? Ja, cool, kannst du dich ganz kurz zurückziehen? Wir hauen deine HE rein. Ach, nevermind. Er haut eine HE rein? Wo denn? Also oben kann ich den Panzer noch nicht spawnen. Ach ja. Die HE über mich drüber werfen können. Ja, alles gut, wir nehmen die über. Das ist doch hinter Sandsäcken. Alles klar. Die generell Björn sind die vom Rest des Teams. Garni D4 ist jetzt weg. Und wie startet der Björn das falsche Spiel, würde ich sagen? Startet er denn? Teardown. Gut ausgedrückt. Hat er gestartet. Guck mal, gib mir Pingo eine. Da drüben in dem Graben sind fiese Feinde. Auf meinem Ping sind Feinde. Oder einer mindestens. Liegen irgendwelche Granaten? Wir sind im Graben da unten auf jeden Fall. Da, wo die Handgranate aufgegangen ist. Ja, ist egal, wie ich laufe, ich mach mich halt voll anders. Ach, Mann, er lebt halt noch im scheiß Graben. Ja, ich doch. War das der, der jetzt gerade unsere ganzen Leute erschossen hat? Nein, war es nicht. Da war noch einer im Graben.
sind denn eigentlich unsere anderen Squads? Was macht denn George da und Charlie? Was, wo rennen die denn rum? Die sollen hier in den scheiß Punkt reinkommen, Alter. Echt Dinkelt, was? Fährt den Fall, André greift von E4 an. Dafür sind die Schützengräben halt da, ne? Wenn man, bevor man auch nur dazu kommt, anzulegen, um den zu erschießen, von der eigenen Granate stirbt, ist halt schwierig. Komm rein, die Luzi. Oh, warte mal. Haben die sich gedacht, wir könnten ja auch mal woanders hingehen? Ja. War da jetzt noch über den Graben liegen. Auf George Map. Unsere Leute haben halt gebacken gekriegt, um deren Spawns wegzumachen. Ja, verstanden. Wo sind noch euch hinterm Waggon? 2,5 Minuten kommt ein Bombing Run. Hm. Wurde schon wieder ein Bombing Run angekündigt? Achso, halt noch oder nicht. Es gibt es nicht. Und dann stört die Dumme Sau halt nicht. Wenn der Server laggt oder er laggt. Schön, dass mich wieder ein Team irgendein einer von unserer Seite erschossen hat. Mich hat jemand von unserer Seite vorhin geschaufelt. Und hat sich dann entschuldigt. Warum? Die Russen schießen uns mit Artillerie lang. Sie haben diese. Ja, irgendwie ist unser Team allergisch gegen den Hardcap. Das hat sich seit der letzten Runde nicht geändert. Ich bräuchte einen schweren Panzer unteres HQ, wenn es möglich ist. Steht. Ich danke dir. Ja, immerhin liegt da mal einer mit einem MG an der okayen Stelle. Von uns? Ja, liegt da links und guckt die Waggons runter. Wie lange damit das durchhält. Er guckt mich halt nicht mal an, aber die Kugeln fliegen in meine Richtung. Das ist wieder so ein Synchronisations-Bullshit. Hm. Das habe ich tatsächlich auch ab und zu bei dem Spiel hier. Da drüben. Im Süden kommen russische Supplies runter, würde ich sagen. Im Süden sind gerade russische Supplies runtergegangen. Im Süden? Im Süden von Wagenlager. Also da, wo ich gerade gestorben bin, da waren gerade 5 Russen. Da in dem Graben hinter dem letzten Zug muss entweder eine Garnison sein oder ein Außenposten. Na, ich meine, ich hätte von hier einen Außenposten stehen sehen. Da müsste genau ein Außenposten stehen, wenn ich das da richtig identifiziere. Russischer Panzer. Ja, ich glaube, da müsste es gewesen sein, weil ich bin kurz ein Stück weiter vor dir gestorben. Oh, ich glaube, du bist über ihn drüber gelaufen. Ne, der war einfach rechts in dem Zug, glaube ich. Er lacht oh. Neben dem Bahnsteig. Ja. Und ja, kann das. Ich kann halt immer nur an eine Sache gucken. So ja. Ist gut. Ja, aber. Wie gesagt, du warst aber schon weiter als er war. Hier sind auf jeden Fall feindliche Supplies. Doch, George, wie sieht's aus im Hardcap? Ich bin einfach mal ein paar Mal rein und sterbe. Nicht so gut. Okay.
wir so einen auf Frontlinie für die Gegner. Sind auf jeden Fall weniger als die Gegner. Du sagtest, die Stadt kann sich halt daran, dass unsere Leute da hingehen, wo gerne, die Action ist. Kannst du markieren, wo? Sekunde. Na, Moment. Ich helfe von wo bitte? Uns über den. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen? Ist das ein mittlerer oder ein kleiner oder ein leichter? Marker steht. Ist das ein schwerer oder mittlerer? Ganz ehrlich, wenn wir das Wagenlager nochmal eingenommen bekommen, dann sollten wir das einfach treffen. Die nächste Stunde. Haben wir Bomben? Bomben haben wir, ja. Den vier weiter kommen wir sowieso nicht. Ja, haben wir. Ich markiere da was. Genau, auf Golfmarker, bitte von Süden nach Norden. Ah. Auf Golfmarkierung Infantry. Danke. Kommt. Aufpassen, kommt Bombing Run. Wo kommt denn Masse da? Ja, okay. Vorsicht, Bombing Run im Wagenlager. Alter, von wo? Ja, warte doch, bis der Bombing Run durch ist. Die Garni ist zerstört. Danke. Rein da. Haben wir mal einen Aufklärer drüber? Sehr gut, Abel, danke. Steht. Schwerer russischer Panzer auf Dogmarker. Guckt auf die Karte, die Feinde sind markiert. Ich glaube, hier hinter uns spawnen irgendwo welche. Feind gar nicht auf E4 abgebaut. Das ist genau das jetzt. Freundchen, so nicht. Schon ein oder andere mitgenommen. Okay, Garni auf F7 auch wieder abgebaut. Oh, ich nicht. Packe der mich einfach. Jetzt verlieren wir halt den vorletzten Punkt. Wir verlieren gerade gelbes Haus. Ja gut, Baker. Ist keiner in der Def. Bring mir einen großen Panzer mit der Haku, bitte. Kriegst du? Captain Gelbes Haus, aufpassen. Das ist ein Spiel. Wie geht zurück? Oh, ich komm halt nicht mehr, wer bis zu dem Graben noch ran. Danke. Amen. Tiger auch erstmal Gelbes Haus. Okay, wieder genommen. Okay. Ist der Panzer schon zerstört? Weiß ich nicht. So, Panzer im Beat, wo sollen wir hinfahren? Könnte sich vielleicht der Tigerpanzer im HQ gerade um gelbes Haus kümmern, weil... Ja, den meinte ich ja, den meinte ich. Geht gar nichts im Wagenlager. Okay. Ja, wir verteidigen ja schon. Danke. Dann gehen wir nämlich mit den anderen City. Genau, richtig. Vergessen, dass man hier nochmal zoomen kann. Das ist OP weg. Unser OP ist weg. Nicht so gut. Warum ist denn der weg?
Weiß ich nicht, weil keiner reagiert hat, als ich gesagt habe, was da heißt. Vermutlich. Das könnte durchaus sein, ja. Ich habe es nämlich gar nicht gehört. Oder ignoriert. Aber dann unbewusst ignoriert. Da hinten ab und zu so ein paar Beinchen unter den Zügen, aber es bringt mir halt nichts. Beziehungsweise unter den Waggons. Charlie oder Ebel kommt hier auf E5 vor. Ein auf Ping, Robert. Und da im Graben vor dir auch einen, ne? Ja, kann ich mir schwer vorstellen, dass du bis dahin kommst. PTRD und guck damit durch die Mauer. Guck mal, was eine Handgranate da hinten. Versuch's mal bitte. Zeig euch die Angriffs gar nicht. Hier ist weiter rechts. Ich schmeiß nochmal eine Handgranate. Vorsicht, 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 noch eine Handgranate. Ach, der andere liegt ja auch. Ach, weil er so ein Kacklappen ist. Läuft mir vor die Waffe und lässt sich dann vom Gegner dahinter erschießen. So nutzlose Menschen. Überhaupt, die sind im echten Leben außer nutzlos. Außentechniker, die den ganzen Tag nur krank sind. Was für Techniker? Achso, P ist wieder heiß? Ja. Ich glaube, dass unser Medic sich immer bewegen würde. Haben wir einen Medic in Squad, ja. Tatsächlich. Bleib mal liegen, vielleicht macht er mal seinen Job. Aber ist nicht der aus der letzten Runde. Autsch, ich bin von hinten erschossen worden. What? Ist unser Außenposten noch da? Ja. Nicht, dass ich jetzt hier aufgebe und ist der Außenposten weg. Das wäre halt blöd. Haben wir einen Supplier bei uns im Squad? Echt aus. Den Aufklärungspanzer fahren. Wo bekommt ihr Feuer? Von hinter. Wir sind dran, wir sind dran. Ein Panzerabwehrschütze down. Da liegt. So. Zwei Panzerschützen down. Cheyenne Reaper, kannst du als Supplier reinkommen? Alter, hier gibt's aber auch Leute, die übelst rumlaggen, kann das sein? Ja. Ja, bei mir laggt der Server auch wie Hölle. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Server ist oder ob das einfach die Russen sind, die hier. Autsch. Was hab ich denn für einen Ping? 64. Geht eigentlich. Ist jetzt nicht optimal, aber
Auch nicht so beschissen. Haben der Garnier, wer hat das gerade gesagt? Hat das jemand bei uns im Squad gesagt? Also habt ihr das auch gehört? Ich wollte gerade am liebsten den Außenposten in den Graben der Garnier haben. Ja, aber dafür bräuchten wir erstmal einen Supplier, damit wir hier irgendwo eine Garnier setzen können. Nein, der wollte nicht gar nicht, der wollte den Außenposten in diesen Graben hier rein haben. Er hat zwar irgendwas mit gar nie gesagt, aber der meinte halt den Außenposten. Ja, nee, das ist halt, der ist halt gleich weg, der Außenposten. Gar nie in F7 steht. Danke, Charlie. Leute töten kann, indem ich in die Füße schieße. Deren Feind gar nicht. Wir sind gerade zweimal durchgefahren, da ist nichts. Auf Ping, feindliche Infanterie oder feindliche OP. Kommt nochmal ein Bombing Run. Achtung, Doc. Westlich von dir. Westlich von uns kommt gleich ein Bombing Run. Autsch. Darf, kannst du da oben eine Garni setzen? Auf F4? Alter, ich hab hier ne Dia-Show, ey. Echt? Ja. Streckenweise hab ich hier ne Dia-Show. Wo sind die komischen Vorräte? Hä? Ich setz jetzt mal hier eine Karte hin. Vielleicht fühlt sich dann mal jemand berufen, hier zu spawnen. Sieht aus. Sind wahnsinnig, hier kommen wir aber keiner. Sitzt dran. Geht hier vorne rein die ganze Zeit Panzerschüsse, wir sehen aber nichts. Ich hab in diesem Panzerband ein Supply aus dem Rückraum. Feindlicher Panzer zerstört. Einfach fiese Feinde. Einen Außenposten gesetzt. Geht's noch? Unser Außenposten steht noch, oder? Die vier Feinde von dort. Das heißt von dort. Wir bekämpfen gleich Feindpanzer. Wenn man an der Ausseite ankommt, dann sieht man von den Feindpanzer. Weiß Abel, was hast du für einen Panzer gepinkt da? Was müsst du in IS rein? Nochmal wiederholen. Ein großer, bitte. Ein großer IS. Ein großer Panzer, okay, danke. Ja. Angriffsgarni wird gleich abgebaut. Kannst du von dir die Garni setzen, bitte? Bravo geht in Angriff. Was heißt das, geht in Angriff? In was für ein Angriff? Also verstanden.
Wir bräuchten halt langsam mal den mittleren Punkt. Ich weiß nicht, was... Achso, das sind Abel und Charlie sind Dings Aufklärer. Wir müssen mal hinten nach unserer Garni gucken. Nicht, dass die gleich weg ist. Ach doch mal lieber, warum die alle eine Hardcap-Allergie haben. Das kann ich doch nicht sagen. Alter, jetzt habe ich aber auch hier die Show. Gar nicht auf Ebbelmark abgebaut. Tatsächlich mal. Wie gesagt, 50 Vorräder einfach hier rein, einer als Supplier. Dann können wir den gar nicht direkt im Hardcap hochziehen. Nee, können wir nicht. Der nächste gar nicht ist kein 200 Meter weg. Ah, okay, sorry. Ich glaube, im Hardcap wäre der hier blockiert. Das ist das nächste. Also hatten wir da schon eine Garni, die wurde dann relativ schnell abgebaut. Sie müsste sich ja dann jemand mal bereit erklären, tatsächlich Supplier zu spielen. Wir haben noch keine Garni, die ist eh wichtig, dass wir hier irgendwas bauen können. Ja, ja. Also es scheitert einfach an mehreren Sachen. Ja, wir haben es ja schon zu 80% eingenommen. Das hatten wir schon ein paar Mal. Bring mir großen Panzer mit in der Kuh, bitte. Wo willst du den großen Panzer haben? So, falls wir das Ding jetzt gleich einnehmen, bleiben wir trotzdem in der Def drin. Steht. So, Easy zieht vor, bitte. Block bleibt in der Verteidigung. Große, Baker zieht auch mal. Garni ist heiß, E5. Na, das wäre jetzt ein Ding, wenn wir das tatsächlich durchkippen würden da vorne. Guck mal, Aufklärer. Danke fürs Aufheben. Und er hält für die Angreifer. Durchgeht. Wer macht noch zusammen mit Easy Verteidigung? Doc. Ja, unser Squad hat auch keine Aufgabe, können wir machen. Easy kommt gleich vor. Ja, King auch mit Verteidigung. Ich würde dir gerne wenigstens deren Graben seid, die besitzen. Ja, ich sag mal, wir müssen ja jetzt nicht. Uah. King dockt. Easy Defense. Ach so. Ja. Doc noch. Was? Garni hochziehen bitte da. Charlie, die Garni bei dir ist warm. Okay. Airhead ist sauber, der Rest in den Airhead. Alter, jetzt gib mir doch mal diese Scheiße hier. Wo soll ich denn eine Garni hochziehen? Ich bin doch mal auf dem Feld raus. Da irgendwie eine Position. Hier ist auch Charlie machen. Wir verteidigen, oder? Was war das? Ja, ja, wir verteidigen erstmal. Wir wollen sie gar nicht hin. Wir sind auch irgendwie weg. Ja, ja. Wie sieht's mit unserem... Links ist auch weg, unser Außenposten. Ich setze mal hier noch einen Außenposten irgendwo in so einen Graben rein. Hier ist auch noch Hardcap. Krass. Das heißt, die konnten vorhin einfach hier in dem scheiß Graben hocken und konnten den Punkt halten. Ja, konnten wir auf unserer Seite praktisch auch. Naja. Im Süden ist heiß. Garni, F4 ist weg.
Das ist ein PM7, das heißt. Hebel, kannst du auf H4 die Garni ziehen? Ja, auf dem Weg. Was ist denn das hier? Dieser blöde Erdwall. Meine Fresse. Ist kaum der Rede wert, aber der stolpert trotzdem ständig da drüber hier. Ach Mann, Alter, jetzt war ich wieder nah am Panzer dran. Ich glaub, und die gar nicht warm bei dir. Mit zudem so eine. Eine Sprengladung ranpacken, oder was? Nee, habe ich noch nicht freigeschaltet. Da hinten ist ein fieser Feind auf jeden Fall. Auf Ping ist ein Feind. Ja, da in der Nähe weiter. Ja, der schießt auf mich. Geht's noch? Da, wo du Ping gesetzt hast, weiter östlich ist auch ein Panzer. Charlie, kann ich hier was abschmeißen nach unten? Kann ich hier einen Ping setzen? Ja, klar. Daher, wenn ich jetzt noch nicht gespawnt bin. Wo wenn genau? Du nicht gespawnt bist, kannst du nicht pingen. Na, wo hältst du es denn gern? Du musst sagen, wo. Weichen gewesen, der Panzer ist wo ungefähr. Ist am besten. Ja, gib mir einen Moment, ich guck mal. Ja. Bräuchte einen schweren Panzer mit HQ. Was brauchst du? Ein schwerer Panzer mit HQ. Hey, 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 hey. Da, wo ich den Ping gesetzt habe, da ist ungefähr ein Panzer. Kannst du nochmal pingen Ping kurz? Ich meine, der Panzer ist steht hier. Auf Ping fahre ich hin. Ja, er ist schon markiert da. Ich nicht von Charlie. Oder hier. Den oder deinen Observe-Marker. Siehst du nicht links des Observe-Markers den für die Vorwärte? Nee, muss den mit Fallschirm nehmen, nicht den anderen. Zum Glück schießt die feindliche Infanterie genau in den Punkt. So habe ich angepasst. Nicht in den Graben. Sorry, danke. Na gut. Unser Zeug steht liegen da vorne zur Gleisfahrt. Nördlich von Wagenlager sind, ist Feindinfanterie markiert. Da ist auch tatsächlich welche. Ich habe gerade einen rumspringen sehen. Da hinten auf meinem Ping waren gerade Feinde, also mindestens einer. Okay. Oh, ich hab mal da einen weggemacht, da ist noch einer. Lebst du noch? Ja. Hm, sehr gut. Autsch. Weil da gemobbt ist. Achso, ich dachte gerade, der wäre näher dran. War nicht hier vor heute runter? Wir sind runtergekommen. Wo sind die runtergekommen? Nordwestlich vom Hardcap, irgendwo in die Richtung. Bei E4 kommen gerade gegnerische Versorgungsgüter runter. Nordwesten, okay. Kriegt ihr die abgebaut? Aus dem Auto, die kommen aus Norden her. Guck mal, bist du da in der Nähe? Kannst du das mal angucken? Mindestens drei Gegner. Die halten uns zu scharf. Du hast gerade gestorben. Markieren gehen. Wo genau? Hier bei mir im Graben vorne bei unserem OP ist auch schon jemand. Da liegt noch einer. Okay, Rohr ging durch, guck auf der Karte. Du, ich weiß nicht, wie das du dich pingen kannst. Das Wort wieder aus meiner ersten Runde. Ja, alles gut. Vorsicht, da vorne war gerade einer. Ein quer im Norden von Osten und West. Garni H7 steht, ist direkt heiß. Mittlerweile am großen Gebäude. Ganzes Squad. Nähert sich nur, sind 2, 4, 5, 6 Leute und laufen jetzt durchs Hardcap im Norden vorbei. Ich hab's markiert.
der Aussage hat auf jeden Fall recht. Ja, ich hab die auch gerade gesehen. Die sollten wir vielleicht mal wegmachen. Dann lasst uns doch mal da hingehen und mal gucken, ob die da eine Garnier-Soße haben. Wo sind die jetzt hingelatscht eben? Gut, jetzt aus Osten erschossen. Ein Scharfschütze im Mehrfamilienhaus drin, was zerbombt ist, und er schafft es nicht, die Leute da wegzukillen, die aufs freie Feld zielen. Was? Das hast du überlebt oder was hier? Meine Fresse. Ich meine, zerbombtes Mehrfamilienhaus ist ja jetzt schon so 90% aller Gebäude hier. Kann jemand auf F4 die Garnin? Ja, bei H7. Auf jeden Fall brauchen wir F4 eine Garnin. Wie fein Garni? Er schafft es nicht, die ganzen anderen Schatten zu ziehen. Nein! Nee, von uns ich hab seine scheiß Rübe nicht erwischt. Wir brauchen F4 noch eine Garni. Ich mach mich auf den Weg. Hast du einen Supplier bei? Im Moment nicht, nee, aber da wird sich schon was finden. Doch, ich habe einen Supplier. Ich gehe mit dem los. Super. Dann eine Bluse und eine Garni bitte setzen. Was hat er gesagt? Eine Bluse und eine Garni setzen? Das hört er nicht, ne? Ach, er hat gesagt, in der Bluse und eine Garni setzen. Das hat er wahrscheinlich gesagt. Nicht eine Bluse und eine Garni setzen. Hm? Hier, da vorne bei dem Gebäude, bei dieser weißen Lagerhalle, da sind immer zu fein. Ich vermute, dahinter ist ein Garni. Komm, fahr ich so Platz gerade runter. Aber die bauen da jetzt gleich eine Garni. Vielleicht bauen sie auch die Garni erst noch. Und sie haben aktuell eine OPs da stehen. Könnten wir ja mal ganz grimmig hingucken. Ach komm! Wir haben einen Panzer auf Foxping, was ist das für einer? Was ist eigentlich mit unseren Angreifern? Haben die aufgegeben? Oder passiert da noch irgendwas? Das ist aber eigentlich mittlerweile wieder voll, ja. Ist tatsächlich wieder voll geworden. Ja, ist dann. War ja vorhin ziemlich ausgestorben. Oder, ja, 30 gegen 30. Steht noch eine. Ob ich jetzt da rankomme hier.
den OP mal versetzt. Mal die Notes auffüllen wäre nicht schlecht. Fucking nutzloser Sniper auf unserer Seite. Der jetzt aber auch nicht so, als hätte der die feindlichen Sniper so rot leuchten. So ein kleines Kästchen oder so. Da vorne ist ein. Ping ist, glaube ich, eine Feindgarni. Bin nicht ganz sicher, wie die Feindgarnis aussehen. Aber steht auf jeden Fall so ein Tisch. Mitten in der Pampa. Die Feinde stellen sich aber auch gerade. Vorsicht, Granate. Bei dem Versuch hier reinzukommen. Ist mal zu weit. Es kommen immer nur so einzelne Dudes angeschissen. Mark, IS. Wenn man die Feinde gar nicht zerstört. Sie rennt. Na gut, okay. Ich sag nichts dazu. Ja, aha. Hier tingeln die ganze Zeit zwei Squads rum. Zwei bis drei. Und es hat keiner geschafft, diese scheiß Garni abzubauen. Ich dachte doch vorhin irgendwas mit Augen zu. Ist halt mehr Wahrheit dran, als man haben möchte. Emil und Emil, könnt ihr mal eure Infanteriemarker wegmachen? Danke. Komm, T34. Wir haben einen Artiller. So, wie sieht's denn eigentlich im Punkt aus? Kommen da noch fiese Feinde angelaufen, oder? Denn im Moment ist ja, glaube ich, relativ ruhig hier. So, hallo, ich bin jetzt Mike. Meter wegmachen, weil sonst keiner kommt. 5-1 Squad von den Panorele. Wir haben hier einen Panzer bei F4. Weil ich jetzt Bank. Hallo, Mike. Oh. Mike geht erstmal mit in den Angriff. Ich guck mal ganz kurz nach. Richtung Pavlovs Haus, ob man da. Defense hin... ist easy, Doc und King. Na gut, okay. Hier ist halt nicht so viel los in der Verteidigung, aber wir können auch erstmal hier bleiben. Na. Den Außenposten mal wieder in Hardcap versetzt. Oh, da steht noch ein Panzer. F4, zwei gegnerische Panzer. Und dort ist einer. Ja, was macht der Täter? Ich kann sonst gerne auch als Täter reingehen. Der vorne wurde. Hat er sich gerade über deine Leistung als Täter beschwert vorhin? Zerstört. Wer? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich habe gerade überhaupt nicht. Hab nichts gehört. Hat nicht gerade unser Supplier gemeint, er könnte als Täter reingehen? Halte ich für ein Gerücht. Ja, soll er doch mal hier hinten durch feindliches Gebiet laufen. Vielleicht macht das ja besser. Ja, aber dann kriegst du keine Marke kam. Ach komm. Richtung 80 kommt zu Pleißen, ne? Wenn er an die Tank sein will, soll er in den anderen Squad gehen.
Oh, jetzt hat mich tatsächlich mal einer hier oben erschossen. Okay. Nicht von hoch. Auf Pingy Supplies. Ich will tatsächlich eine andere Stelle suchen. Ich hab da jetzt mal eine Feindgarni markiert, auch wenn da noch keine steht. Da jemand unterhalten. Und vielleicht kann da mal jemand von euch hingehen und die wegmachen. Das sind doch fiese Feinde. Lädt er doch da hoch! Wir haben die Garni im Wagenlager verloren. Doc, ziehst du die neu hoch? Ja, ich guck mal. Kann ich die hier im Graben bauen? Nee, gell? Hey, K, push doch bitte mal vor Richtung Osten. Da kommen jede Menge, Mann. Habt ihr die Supplies kaputt gemacht? Garni steht wieder. Ach, das gibt's nicht. Oder verletzt er sich dabei noch, die dumme Sau? Wir haben hier nach wie vor einen feindlichen Panzer, wir können nicht gut vorpushen. Einen M-Squad, das Fabrikgebäude bei euch, 100 Meter entfernt, das ist voll. Da ist wirklich voll. Wer hat nicht gekippt hinten, Jungs? Was moved to your channel. Moin. Manche Tank auf Fahrmarker. Ja, ja. Florian, du bist doch Anti-Tank, ne? Ja. Hier ist direkt vor mir. Autsch. Ja, ich wurde gerade schon wieder von irgendeinem Sniper. Fahrzeug zerstört. Okay. Am Hardcap vorbei, von Süden nach Norden, ist gerade ein leichter Panzer gefahren. Von Pavlovs Haus oder was? Nee, einfach vom Wagen. Ich will zu ignorieren, dass ich gesagt habe, Süden kommt was. Das wäre, glaube ich, das witzig. Dann spawn ich mal bei Garnison 6. An der Garni haben ein G-Feuer oder der Panzer schießt da rein. Wir sind erst vom Wagenlager. Ich habe direkt Schuss am OP im Graben. Ja. Am besten darf man verstärken. Und spawnen wir uns die Garni ab. Über meiner Leiche. Ich bin gewandt. Ich sag die ganze Zeit, dass es aus Süden kommt. Da geht der keiner. Der kam aber aus Osten hier. Was seid ihr denn? Panzer immer noch bei K unterwegs, bewegt sich jetzt über den Nachbarn. Ich war. Liegt direkt einer ganz oben auf dem Dach. Mit den guten Waffen. Was ist denn jetzt? Jetzt häng ich hier in irgendeiner scheiß Kante, Alter. Wieder reißt. Ja, kommen von Osten. Achso, ich weiß übrigens nicht, ob wir noch einen Platz im Squad haben, Jens. Das eben war voll gewesen. Aber jetzt habe ich nur noch zwei im Spiel. Der OP Richtung Norden im Graben. IS auf RB Panzermark. Na, ist doch eigentlich egal, wo ich spiele. Hauptsache, ich kann ein bisschen Erfahrung sammeln. Jo. Machst du heute Volleyball spielen, Jens? Ja, wann wolltest du mir eigentlich erzählen, dass deine Frau mega gut spielen kann? Also was? Dass sie mega gut spielen kann. Wieso muss ich dir das erzählen? Hast du doch gesehen, oder? Zum Graben nordöstlich von unserem Außenposten, da sind welche drin.
Einen habe ich da. Außerdem weiß ich ja nicht, auf welchem Niveau ihr da Volleyball spielt, Jens. Amateur. Also, momentan sind nur Leute dabei, die auch wirklich spielen können. Von daher geht es nochmal ein bisschen runter zu, aber sonst eigentlich nur Amateur. Also so, was jeder spielen kann. Wo halt mal mit einer Faust zu einem Ball gegangen wird, wo man Angst hat vom Ball. So ungefähr. Ach so. So haben wir auch zwei Stück dabei. Boah, was machst du denn da? Was explodiert denn da so? Oh, weiß ich nicht, habe ich nichts mit zu tun. Okay. Muss ja irgendjemand sein, der hier Granaten wirft, oder? Ne, scheinen alle tot zu sein. Ja, ich habe da auch gerade eben Außenposten weggemacht. Feindlicher Panzer auf Balkenmark zerstört. Nur ich glaube, ich habe eventuell deine Frau ein bisschen verschreckt, weil ich ein bisschen sehr geizig war. Kriegen wir den schweren nach oben? Was warst du, geizig? Ich war halt ein bisschen ehrgeizig. Ach, ehrgeizig. Ich glaube, das kann das kommt halt übrigens mit an, wenn ich ehrgeizig bin. Steht. Also den einen Mann habe ich halt außerdem den Ball in sich geschlagen. Eieiei. Hausquad ist der Pfad. Ich bin und habe einfach mal volle Kanne draufgehauen, weil ich verwirrt so, war. Hat sich so drei Streifen auf die Faust gemalt. So, oh, ich habe dir den Ball ins Gesicht geschlagen. Nee, so gemeint bin ich nicht. Hausquad, ist dein Panzermarkt noch aktuell? Nee, ich nehme ihn gleich weg, Moment. Wo sind denn die Feinde? Ist irgendwie... Na, Florian, der Panzer, den ich vorhin gesehen habe, ist schon zerstört. Wenn ich lebend da ankomme, ne? Das ist so ein Armutszeugnis für unser Team. In diesem Pavlov-Haus. Ich laufe einfach straight drauf zu, mich beschießt keiner. Elbon, ist dein Panzermarkt noch aktuell? Ist, aber würdest dich verwundern, nee, nach dem, was wir bis jetzt gesehen haben von dem Team? Nö. Jetzt schaufel ich hier drin noch ein MG. Zack. Habe ich eine Außenpost kaputt gehauen und noch einer schossen. Nimm das Ding einfach mal ein, dann kommen wir vielleicht mal ein bisschen vorwärts. Scheinbar notwendig. Jetzt werde ich beschossen. Boom, wir sind im Stalingrad. Jetzt wehren sie sich. Jetzt haben sie mich angeschossen. Nochmal ein Bombing Run. Was nicht schlimm. Oh, ich bin tot. Na gut. Was seid ihr, Deutsch oder? Ja. Was, Deutsch? Ja. Ach so, der Server war vorhin voll. Ich dachte, unser Squad war voll. Du bist noch gar nicht auf dem Server gewesen. Yes, er ist Squad. Panzer bei Doc. K, neue Position. Was, Doc? Mhm, das ist aber voll. Ja, der ist voll. Also ich bin da jetzt einfach reinmarschiert, hab da drei Leute erschossen. Ich weiß nicht, was der Rest von dem Team die ganze Zeit da macht. Ja, offensichtlich nicht da reinmarschieren und Leute erschießen. Ja, wenn ich überlege, wie sie am Wagenlager gekämpft haben, wundert mich das gar nicht. Irgendwas ballert doch hier hinten rum. Also ich höre doch hier die ganze Zeit irgendwo einen Panzer schießen. Hm? Weiß doch auf den. So, Charlie Echo, ist die Enemy noch aktiv? Schießt der hier in den Himmel, unser MG-Schütz, oder was? Zu viel Munition, oder was? Du bist gerade aus Süden geschossen. Infanterie. Auf dem Marker. Am Außenposten oder was, oder wo? So. War mir da rausgelaufen, zack, was ist denn da? Ist schon ein Marker drauf. Ja, treten wir einfach irgendwo anders, ist mal bei. Okay. Ja. Süden. So. Wahrscheinlich vorher im Norden runter. Aber du warst schon nicht mehr im Graben. Ah, ich sehe. Mal schauen. Du hast ihn erschossen, oder? Da ist nämlich noch einer. An der Häuserecke. Auf Ping. Nein, ich habe keine Panzermunition mehr. Ich habe den Panzer gefunden. Schade, die gar nicht waren bei dir. Ach, sagen wir, gucken mal dahin, ob da irgendwie was steht von denen. Ja, wir haben sie auch mit einer Feind gar nichts. Weiß. Ja. Autsch. Oh, die sind schon an den Zügen in den Waggons dran. Müssen mal. Also auf meinem Ping ist ein Panzer. Wo sind denn unsere Leute? Der brennt auch schon. Aber ich habe keine Munition mehr.
Ich bin gerade gestorben, kannst du da nochmal einen Marker setzen, wo ich da gerade den Ping gesetzt habe? Wo hast du den Ping gesetzt? Da im Nordosten, in der Nähe, weiter südlich von der Garnison. Unsere Garnison ist gerade weg. Warum müssen die das? Sollen wir die einfach von uns abbauen? Nee, die hat wieder jemand. Kannst du hier nochmal Supplies ablegen? Ich habe keine Punkte mehr bei meinen eigenen Leuten. Ich weiß nicht, ob unser Supplier ist. Guck mal, dann werden wir mal neue Garn in Süden stellen, eine Backup-Garn. Im Süden haben wir da nichts. Gerade welche gelegt, Supplies hier. Gegen. Okay. Neue Supplies, gar nicht steht. Bei dem Charlie in dem Kami-Haus. Eben gerade. Ja, lass uns mal nach Süden gehen, der scheint irgendwie entweder ein OP oder eine Garni von den Feinden zu sein. Irgendwo in der Richtung. Ja, weil ich ja die Pistole habe. Wisst ihr nicht, da steht doch einer. Wo denn? Genau südlich von mir. Zwischen den Waggons oder was? Ich schieße halt mit der Pistole drauf und treffe den dreimal, bevor ich von ihm umgebracht werde. Die Pistole halt nicht dran. Da steht halt ein freundliches Gottlieb neben mir, der könnte ja durchaus mal was machen, macht er halt nicht. Weil er halt nur so ein Stück Scheiße ist. Panzer verstört. So. Das ist wieder aus Süden erschossen, wenn er mal OP spawnt. Es ist so ein Abfuck. Ja, die stehen da halt noch an der Ecke. Ich weiß nicht, die haben hier jetzt gesmoked, ich sehe sie leider nicht. Panzer in H4 zerstört. Sehr gut. Guck ich gleich mal, ob der irgendwie markiert war. Bei dem Kopf draußen, dann OP. Ich muss mal Leute erschießen. Was H4, sagst du? Ja. Da ist nichts markiert. Nee, den hab ich nicht. Oder zieh du den vor, bitte. Ablos. Ja, hätte ja sein können, dass ein anderer Squad den markiert hatte. Warte eben. Echt? Aus dem Post. Ich hab auch nie Pack wieder in F8. Nur wenn die auf das reinhalten, jawohl. Ist egal. Ist in, ja, kann man heißt, in Pavlovs Haus spawnen? Müssen die direkt zur Garni reingehen? Jo. Ich bin vorlaufen rum. Dieser Mann König, der so im Norden laufen, der ist ja da im Süden von der Garni. Mit den Supplier und setzt eine Garni bei Pavlovs Haus. Wir verteidigen jetzt mal Pavlovs Haus. Shit, da gekämpft. Easy King Doc zieht vor. Ja. Verstanden. Baker zieht zu F7, versucht von da aus frontal auf Wollkäufer rauszugehen. Ja, korrekt. F7. Ich weiß nicht. Okay, kurz bleiben, bis ich die Lage F7, G7. Zieht bitte eine Garni hoch bei Pavlos. Jetzt sind wir erstmal außerhalb. Wir verlieren das Ding nämlich gerade. Wir müssen dringend in den Hardcap von Pavlovs Haus. King, zurück bitte. Ja, also dann lassen wir es doch ersetzen, oder? Easy auf Pavlos bitte mit. Jo. Jetzt sind meine Anzeigen wieder da. Ein Glück. Quatsch. Meinst du, ich komm zu dir, Robert? Nee, ich bin damit noch im freien Feld und wurde da erschossen. Brauchst nicht. Ich hätte einen Smoke geschmissen und wäre rüber zu dir gekrabbelt. Ja, ich habe ja einen Außenposten gesetzt. Ja, das ist Hammer, oder? Top. Ein Garni Commander. T34 auf Erwin Panzermark. Autsch. George, geh mal bitte Richtung Garni Commander Mark. Warte, ich hab Garni raus. Da, George, setz dich Bewegung.
Haut sie bitte bei Pavlos die Garni hoch. Ja, wir versuchen es, es ist schwierig. Ja, George, es ist wichtig, dass du die Garni rausnimmst. So, ich muss jetzt mal irgendwie lebendig in den scheiß Punkt reinkommen, um da einen neuen Außenposten zu setzen. Und wir müssen da jetzt mal ganz dringend verteidigen. Garni steht, wird aber wahrscheinlich gleich rot sein. Selber unter Beschuss, Sekunde, ne? Ja, keine Eile. Fällt gar nicht auf Able, gar nicht aus. King, bitte ins Hardcap. Easy, ins Hardcap. Ja, Jungs, ihr könnt uns mal helfen hier, ne? Angriffen von unseren Leuten. Einfach. Schweige ins Hardcap. Defense. Ja gut, da schießt ein Panzer, ja, dann ein G-Schütze. Okay, ich spawne ja, geil. Einfach nur geil. Wir haben ja noch einen Panzer im Wagenlager stehen. Der zumindest verhindert, dass da direkt irgendwie zwei Leute das Ding durchkappen. Dodge, die Garni ist wichtig. Ja. So ein freundlicher Panzer. Ja. MG oder Panzerbeschuss aus Osten. Genau. Alle bis auf Love gehen ins Hauptkampf zurück. Das kann nicht wahr sein. Das passiert nicht, aber ich der Wimmer. Da schießt halt ein scheiß Maschinengewehr aus Osten. Wir kommen halt nicht bis hin zu dem blöden Punkt von Süden aus. Ich glaube mal, dass ich umgekehrt irgendwann sehen würde. Jetzt smoke mal mir wieder die Fresse voll. Ich hasse es. Die Leute wollen noch keinen Support, glaube ich. Aber ganz groß kotze ich mich hier so an den Balkon stellen. Kommen gerade feindliche Supplies runter. Ich bin morgen von meiner Leiche. Das Smoke verhindert schon effektiv, dass ich auch mal einen Feind sehe. Ich habe aber eigentlich hinter dich geworfen. Es kann sein, dass andere Leute vor dich gesmoked haben, aber ich habe eigentlich versucht, drauf zu achten. Ich habe mir den OP versetzt. Ich habe jetzt hier mal so eine halblebige Garni gestellt. Läuft's doch. So sieht's sehr gut aus, Jungs. GG. GG, danke. GG. Oh, ich höre runter. Oder auch nicht. Vorne rein, ist auch geil. Item. Was ist das? Item ins Hardcap. Ich hab's erledigt. Da ist schon jemand rum. Wie groß ist dieses scheiß Gebäude, Junge? Kommt nochmal ein Aufklärer hinten. Feinde. Haben sie sich das tatsächlich nochmal abnehmen lassen da vorne? Na gut, von mir aus ist sowieso gleich rum, oder? 10 Minuten vielleicht noch. Gibt's jetzt nicht genau? Ja, 11 Minuten.
glaube, er ist schon tot. Der war im ersten Stock, liegt zum Tod. Vorsicht, der MOP, der schießt einen Sniper von Westen aus. Ich versetze ihn gleich nochmal. Tank auf Commander-Position. Faker, guck mal, ob du die Garni rauskriegst vor dir. Achtung, kommt ein Tank. Wir sitzen dran. Magst du die Garni nochmal markieren? Direkt vor dir, wo die Infanterie-Marker sind. Stehe, sind dran. Unser OP ist heiß. Jetzt waren weg. Ah, ne, doch nicht. Es kann halt sein, dass die oben drüber oder in der Nähe sind. Hier die ist Säcke. Panzer in I6 zerstört. Sehr gut. Lohnt sich ja die Runde für dich, Florian. Hä? Lohnt sich ja die Runde für dich. Es gibt ja einige Punkte hier. Wenn du ständig irgendwelche Panzer zerstörst. Einer auf Ping. Wir sind die Garnison leider nicht. Ich habe einen Garni auf Airbag abgebaut. Sehr gut eben. Ach du Scheiße. Hier ist auch, da sind gerade irgendwie 20 Leute oder so gespawnt, mindestens. Ist der Panzermarker ist aktuell der von Tilo oder der von Commander? Da habe ich die ganze Zeit. Übelst viele Feinde waren mindestens zwei Außenposten und glaube ich auch eine Garni. Das heißt, ich habe aber keine Munition mehr. Ja, der fährt von Nord nach Süd. Der ist nicht mehr akkurat. Okay. Würde mich mal interessieren, ob ich da noch mal jemanden getötet habe gerade. War eben bei 38. Noch einen habe ich getötet. Wow. Okay, also diese scheiß Garnison ist jetzt weg. Ach, das war jetzt nicht live. Auf I6. Ja, sehr gut. Jens, ist da noch was hinter dem Gebäude? Oder habt ihr da aufgeräumt? Eigentlich aufgeräumt, ja. Die rücken schon weiter vor die anderen. Okay. Wie gesagt, hier war eben einiges los. Da sind übelst viele Russen gespawnt gerade eben. Da, Feind ist da hinten. Du meinst der, den ich gerade erschossen habe? Oder du meinst ja, den? Da rechts im Haus haben wir eben Feinde. Und da rechts sterben ganz viele Leute von uns. Warum machen die sowas? Jo. Danke trotzdem, ich lebe noch. Aber ich versuche mal so in Richtung hinzukommen. Auf G5 noch eine Garni. Hey. Schießt einfach einer auf mich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir hier machen eigentlich. Rumlaufen und schießen. Ja, aber es ist halt. Macht halt hier eigentlich wenig Sinn. Wir müssen viel weiter nach Süden, wenn überhaupt. Eigentlich verteidigen wir hier. Könnt ihr die gar nicht hochziehen da? Ist nicht von euch? Ja, ich guck mal.
Feindliche Tank auf H-Marker. Robert, wo bist du gespawnt? Ich bin zurückgelaufen zu Pavlovs Haus. Also ich kann direkt an Pavlovs Haus keine Garne setzen, weil die anderen zu nah dran sind. Alter, ich hab eine Dia-Show hier bei dem Panzer akkurat im Gebiet. Ja, Panzermarker setzen. Fährt Richtung Westen. Marker akkurat steht. Hören, hast du gehört? Panzermarker? Ja, ich bin gerade tot. Ich sehe es gerade nicht. Östlich von Pavlovs Haus. Panzer bewegt sich wieder. Panzermarker. Vom Bahnhofshaus. Pavlovs Haus, habe ich gesagt. Ach, Pavlovs Haus. Ich halte mal den Panzermarker ein bisschen akkurat. Oder versuch's. Panzer fährt Richtung Norden weiter. Oh, was? Gut ist, damit ich eine ruhige Hand habe zum Zielen. Auf meinem Ping. Wenn euch das hilft. Naja, ich habe schon 3 Panzer zerstört in der Runde. Nicht schlecht. Gucken wir mal, jetzt musst du den Panzer auch sehen. Ja. Pavlovs Haus. So, es kommt nochmal ein Aufklärer, dann kommt ein Bombing-Run über Wolga-Ufer und dann gehen wir alle rein, bis auf Eden. Ja, Florian, T34 auf meinem Marker. Ja, ich hab den Marker gesehen. Der dreht uns auch gerade den Rücken zu, eigentlich. Ich könnte dem einfach mal einen verpassen. Oder zwei. Das sieht besser auf, der gute Fettel. So, fährt jetzt an dir vorbei. Fährt weiter in Richtung... Oh, das war's für ihn. Zerstört. Super. Ist er schon zerstört? Ja. Yeah. Hat sich schon erledigt. Guck, ob die Karte Bombing reinkommt. Ach, das hat unser Panzer erledigt. Da ist nördlich von der Garnison. Der Able Panzer mag's akkurat. Da ist noch ein. Ja, da geht jetzt gleich die Satchel am Tank. Quatsch. Ja, okay, da ist klar. Schon das Satchel dran. Was Supplies? Jo, danke, aber die anderen gar nicht sind zu nah dran. Ja, ich muss das Zeug loswerden. Ja, alles gut. Falls die anderen kaputt gehen, können wir direkt wieder setzen. Ja. Falls in den nächsten 3 Minuten noch irgendwas passiert. Flo, wenn du jetzt umfällst, kann ich dich direkt wieder aufheben. Panzer auf Haumark zerstört. Sehr gut. Ja. Danke fürs Spiel. Wir schaffen es eh nicht mehr einzunehmen. Du meinst, du kannst dich direkt daneben legen? GG. Hinter da, hinter dem Dings war gerade eben jemand, hab ich GG, sehr schöne Runde. GG. Rechts bei der Mauer oder vor uns links. Ja, das ist ja bis Mitternacht fast geschafft hier. Da schießt keiner auf den Feind. Warum würde man das denn tun? Ja, ich glaube, es ist doch völlig egal. Der Gegner kann nicht mehr gewinnen. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Leute einfach nichts mehr tun. Ja, es ist nicht so, als hätten sie den Rest der Runde irgendwas getan. Das. Ja. Gut, irgendwer scheint ja dann doch den Punkt eingenommen zu haben. Pavlovs Haus. Nachdem wir da ewig im Wagenlager gekämpft haben. Wow. Da steht tatsächlich nochmal einer.
Feld ist ab. Könnt alle rein. Lohnt sich das jetzt überhaupt noch in die Nähe reinzugehen? Wir können das sowieso nicht mehr einnehmen in der Minute, oder? Musst du am Ende mit dir selber ausmachen. Zumal der Ahead sowieso wieder rot ist. Hängt auf dem Marker. Hier schießt schon wieder irgendjemand auf mich. Hey, hier wird nicht einfach durch den Zaun durchgeschossen. Geht's noch? Natürlich keine Munition mehr. Gib mir nur eine scheiß Handgranate, Junge. Dieser Waffenwechsel ist manchmal echt zum Kotzen. Panzer auf meinem Ping. Oh, ich hab ihn erwischt. Alles klar, GG. Jetzt aber vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich habe relativ viel für diesen Sieg beigetragen. Auf jeden Fall. Ich belobige den Rektor. Ich belobige den Gurkensalat, halt mal. Alter, ich habe 1000 Offensivpunkte. Robert, kannst du ihn Jens noch belobigen, falls du ihn findest? Das ist so wichtig. Spielen wir noch eins, Jan, ne? Nee, es ist Mitternacht. Ja. Worst case geht es nochmal anderthalb Stunden, es ist halb zwei. Yay, Panzerabwehr Stufe 4. Bin kurz vor Offizierstufe 6. Also wird das nichts mehr gemacht. Also ich bin raus. Ich bin auch raus. Hat sich ja für mich echt gelohnt, aber dazu zu kommen. Yeah! Ja, du hast nochmal einen Sieg mit abgeräumt. Ja gut, ich habe eine Viertelstunde, ich habe 20 Minuten lang gespielt, das soll reichen. Du kannst ja noch weiterspielen, aber... Nee, dann schreibe ich lieber noch ein bisschen auf Plattform rum. Alles klar. Na gut, dann. Gute Nacht. Gute Nacht, ciao. Disconnected. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.